Opa, na, was haben wir da gefunden? Wir haben heute, ja, Mitte, Kamera geht wieder aus vor Freude. Wir haben ungefähr Mitte Juni. Und wo sind sie? Da und da und da irgendwo. Und da geht es gerade weiter nach da oben. Es ist furztrocken. Aber die Leistlinge zeigen sich. Und da holen wir jetzt einfach mal einen raus. Einer, der schon erntereif ist. Und das ist ein Pilz mit Leisten. Er ist gelb. Und er hat keine lila Töne. Er ist nicht blass. Ja. Ich würde sagen, hier sollte ich demnächst mal herkommen, wenn es mal wieder geregnet hat. Okay, und das sind jetzt die nachgeholten Aufnahmen eines Pilzes, der an Birke wächst, ein Heil- und Vitalpilz, den manche Leute für teures Geld im Internet kaufen und wie hier einfach von der Birke pflücken. Es ist zwar eher ein kleines Auermodell, aber wir haben es hier mit einem Pilz zu tun, der außen relativ schwarz ist, wie man sieht, und innen so diese bräunliche Färbung mitbringt. Ja, und den kann man kleinreiben, mahlen oder sonst auch immer und sich einen schönen Kaffeeersatz draus machen. Ein besonderer Pilz, weil er irgendwie, ja, was soll ich sagen, er hat keine Röhren, keine Poren, keine Lamellen. Sondern es ist einfach mehr so ein geschwürartiger Pilz, der hier aus diesem kleinen Spalt aus der Birke rauswächst. Und mehrjährig, also der kann noch größer werden. Und relativ selten hier in der Gegend. Also den hier zu finden, war ich ein bisschen erstaunt. Deswegen bin ich auch wieder hier, um ihn euch nochmal zu zeigen. Okay. Neben den Kantarellen und neben einem Schillerporling ist das der einzige Fund für heute. Upsala. Und der will gar nicht so richtig raus und das habe ich ihn auch gekillt. Tja. Ja. Upsa. Das wollte ich noch haben. Das wollte ich noch haben. Schüppchen auf dem Kopf, geriefter Hut. Freie Lamellen. Kein Akku mehr. Okay, ein bisschen Akku noch. Freie Lamellen. Knolle, kein Ring mehr. Akku alle. Tja, ein Wulstling. Und sein Name definiert sich über das Aussehen seines Hutes, über die Farbe. Und jetzt ist der Akku wirklich alle.